Hallihallo und willkommen zurück hier bei uns im Wilden Westen. Und ich bin kurz ein bisschen rumgelaufen, weil ja, ist schon ein bisschen länger her mit der Aufnahme. Ich musste mich kurz ein bisschen orientieren und da fiel mir auf, Mensch, die ganzen Ressourcen sind wieder da. Na toll, das heißt, ich sammle die jetzt erstmal fix ein. Oh, schon wieder schön asynchron, wie ich sehe. Also hier wurden ja auch schon wieder fleißig Updates gemacht. Was ich jetzt gelesen habe, ist, dass es hier irgendwie so ein Yeti, war das jetzt ein Yeti oder was war das jetzt, geben soll. Nun ja. Ich hoffe nicht, dass das Vieh hier bei mir auftaucht. Ich glaube, da bin ich sogar mit meiner doppelläufigen Schrotflinte total überfordert. So, dann lass uns mal hier dieses ganze Zeug einmal abbauen. Brauchen wir ja sowieso, wenn wir hier weiterbauen wollen. So. Okay. Wichtig, wichtig. Also, mir wurden jetzt schon wieder ein paar Tipps gegeben über die Kommentare von dem einen oder anderen. Und da hieß es unter anderem, dass ich mir den Briefkasten bauen soll. Die Frage ist jetzt, wie baue ich den? Kann ich den überhaupt ohne Geld bauen? War hier einer drin? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Sehe ich hier einen Briefkasten? Nee. Das Problem ist ja nur auch, ich habe... Was ist denn das? Übung schießen. Ah, sehr gut. Ist gut für mich. Laut, laut, laut. Hier ist die Nähmaschine. Hier kann ich meine anderen Sachen bauen. Ja, gut, das Ding, was ich dafür brauche, höchstwahrscheinlich, das steht ja jetzt da hinten irgendwo. Und das kriege ich ja nicht rübergetragen. Das heißt, das Problem ist, dass ich ja die Dinger hier gar nicht raufkriege. Ich gehe einfach mal rein, ne? Das steht jetzt zwar ein bisschen ungünstig hier, den muss ich neu bauen. Hier war bestimmt der Briefkasten. Hier. Briefkasten. Brauche ich gar kein Geld. Einmal, zweimal Eisenerz und 20 Bretter. Ha! Gebaut. Ich hoffe, das ist der richtige. Und dann schauen wir da mal rein, was wir da so tun können mit. Ich glaube, die ganzen Sachen wären mir erst 1000 Jahre später aufgefallen, wenn ich euch nicht hätte, ganz ehrlich. Hier ist schon wieder irgendwas dazugekommen, ne? Eine Waschmaschine, ja, wie geil. Hier sind echt schon wieder Sachen dazugekommen. Es bekommt immer mehr Content, dieses Game. Packe ich mal da hin. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder rein? Kann ich den nur eigentlich tragen oder nicht? Ich würde den gerne bewegen. Aber jedes Mal haben wir das Thema... Ja, ich komme damit nicht hoch, ne? Ich komme damit einfach nicht hier hoch. Ja, Mist. Das ist wirklich ungünstig. Ich möchte das aber hier haben. Und wieso habe ich jetzt hier einen Baum? Okay, jetzt gucken wir uns erstmal den Briefkasten an. Das Haus werden wir ja auch komplett umbauen. Dieses Ding muss da hoch. Da hoch. Das und das. Also alles muss irgendwie darüber. Zumindest die großen, schweren Maschinendinger. Und das hier wollen wir total umbauen. Hm. Briefkasten. Okay. Der war ja jetzt nicht so teuer. Das ging ja. Okay, dann stellen wir den mal hier so. Ich könnte wetten, dass ich jetzt ständig dagegen laufe, wenn ich hier um die Ecke komme.
Vertrag. Ach so, aha. Ja, da brauche ich natürlich Geld, ist klar. Kann ich denn hier irgendwas machen ohne Geld? Nein. Oh, hier haben wir einen Guard, das ist auch cool, aber das können wir uns, glaube ich, jetzt erstmal nicht leisten. Ah, das heißt, wenn wir Gold haben, könnten wir theoretisch dann das wechseln in Geld vermutlich. So, jetzt mal eine tatsächlich ernst gemeinte Frage. Ist das der einzige Weg, um an Geld zu, oder an Gold zu kommen? Über... Oh Gott. Bist du böse? Jetzt nicht mehr. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die liebe, diese Schrotflinte. So, ich brauche... Das. Raw Bison Meat. Okay, der war gar nicht böse, ne? Der hat mich voll abgelenkt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen wollte. Okay, genau. Ernst gemeinte Frage. Wie kann ich hier Geld verdienen? Gibt es nur die eine Möglichkeit, dass ich die Banditen kille? Oder komme ich noch anderweitig an Geld? Kann ich Sachen verkaufen oder sowas in der Art? Weil beim Händler, der möchte ja nichts haben. So, ist das eigentlich der große Cooking-Dings? Ist das das große Teil? Weil dann würde ich das einfach hier drinnen lassen erstmal. So, das brutzel ich jetzt auch ab. So, dann machen wir das einmal fertig und dann werden wir das drüben in den Räucherofen packen. Was haben wir denn hier alle? Schrotmunition. Ich brauche unbedingt viel mehr. Ich brauche viel mehr Schrotmunition. Was brauchen wir dafür? Falsches Gerät. Da. Gar nicht falsches Gerät. Hallo? Ah, jetzt. Wir haben hier Pistolenmunition. Das lasse ich jetzt erstmal hier drinnen noch. Schrotmunition. Schießpulver. Haben wir Schießpulver. 7 Stück. Wir brauchen aber 10. Das heißt, wir brauchen erstmal ganz viel Schießpulver. Für Schießpulver benötigen wir aber gemahlenen Schwefel. Und ich habe, glaube ich, gar keinen Schwefel mehr. Aha. Think, überlege. Überlege. Wir haben die Mühle. Aber die hatte ich ja leer gemacht. Nee, hatte ich nicht. Ach, die kann man trotzdem transportieren. Interessant. So, das war ja mit Steuerung. War das Steuerung? Ja, alle herstellen. So, 41. Okay. Das machen wir jetzt natürlich. Wir brauchen viel, viel mehr Schießpulver. So. Okay. Es wird jetzt nochmal ein bisschen hakelig, da wir ja das ganze Zeug da oben haben möchten.
Da kommt natürlich noch ein Dach drauf und dann alle Gerätschaften. So, den hier, diesen Baum. Den wollen wir hier nicht. Nein. Also ich möchte den hier nicht. So. Es ärgert mich, dass wir die Dinger hier nicht hochkriegen. So, also, wie komme ich an Kohle? Ich gehe nochmal hier zu der Werkbank. Vielleicht, erklärt ihr mir das noch ein bisschen mehr. Wie komme ich an Kohle? Also an Geld. So ein Klo brauchen wir vielleicht auch mal, ha? Ein Holzlöffel. Badewanne. Oder ist das nur so ein Waschbecken-Ding? Eine Weinpresse? Man müsste doch eigentlich Sachen verkaufen können. Bei diesem laufenden Händler, der hier immer rumläuft. Ich glaube nicht, dass das nur funktioniert, indem ich irgendwelche Banditen kaputt mache. Haben wir hier noch eine Lagerkiste. Okay, die können wir ja oben dann schon mal hinstellen. Es macht eh keinen Sinn, weiterzubauen, solange es hier so dunkel ist. Dann haben wir doch noch die andere Lagerkiste. Die müsste ja voll sein mit Zeug. Genau. Was mache ich eigentlich mit dem ganzen Stein? Ich baue doch aus Holz. Die Sägemühle kommt auch hoch. Das bleibt hier. Das Ding bleibt hier. Das Ding bleibt hier. Munition und Waffengeschichten, die lassen wir auch hier. Der bleibt hier. Und das Ding ist hier. Metallarbeiten kommen auch rüber. Aber diese Werkbänke, oder mache ich die auch hoch? Aber das kostet alles so viel. Das sieht auch nicht aus, wenn wir das hier stehen haben, ne? Gut, letztendlich. Wir bauen ja eh alles neu. Oder? Selbst unsere Werkstatt sieht cooler aus als das hier. Bis jetzt. Oder aber, um das jetzt zu sparen, baue ich aus dem Ding hier eher einen Pferdestall zum Beispiel. Es war ein bisschen doll groß vielleicht jetzt, aber warum eigentlich nicht? Da kann man ja von der Seite dann reinkommen. Dann machen wir hier einen Pferdestall draus, einen großen. Da kommen dann die Pferde hier hin, links und rechts. Vielleicht auch noch ein paar andere Tiere, die wir noch zähmen. Mal gucken. Und es würde auch eher jetzt passen, so vom Aufbau her. Machen wir jetzt hier nur ein Dach drüber und fertig. Und dann hinten noch einen Durchgang. Und dann machen wir hier, damit wir nicht die ganzen Werkbänke kaputt machen müssen, stellen wir die erstmal alle komplett hier an die Seite. Wir können sie ja immer noch benutzen. Dann reißen wir das komplette Haus ein. Und bauen komplett neu. Das heißt ein Wohnhaus. Mit einem Durchgang zu einer Werkstatt.
Gott, die Frage ist, ob das funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Naja, wir werden sehen. So, es darf jetzt auch gerne hell werden. Ich brauche mal hier meinen Schwefel. So. Autostack, danke. So, dann müssen wir jetzt ein bisschen Schießpulver backen. Schießpulver. 16 Stück. Schön Molotow-Cocktail. Aha. Zum Werfen, eine Holzfackel zum Werfen. Eine Landmine. Oh Gott. Ha, das wäre was für mich, ne? Was brauche ich dafür? Glas, Holz und Eisenerz. Leder, Glas, Eisenerz. Ein Werkzeug, um in die Ferne zu sehen. Was ist jetzt cooler? Ein Teleskop oder ein richtiges Fernglas? Ich glaube, so ein richtiges Fernglas wäre schon ganz cool. Also Leder haben wir ja. Rohleder haben wir. Wir müssen mal hier vorne. Hier brauchen wir Leder. Das heißt, das da kommt da rein. Das war das jetzt dreimal und wir brauchen auf jeden Fall Glas. Nee. Glas. Da brauchen wir wieder die Glasform und Sand. Warteschlange? Wieso? Achso. Glasform bauen. Warte. Wir brauchen... Ich muss nochmal schnell hinschauen. Was war das jetzt hier? Wie viel Leder? 3. Okay, und zweimal Glas. Wir brauchen jetzt eine Glasform. Die war, glaube ich, hier. Hier. Ach nee, die war doch in diesem Ding hier, ne? Ja. Glasform. Davon brauchen wir 2. So. Dann machen wir ein bisschen Glas klar. Wir machen ein bisschen Glas klar, auch schön. So, hier. Fernglas. Super wichtig, wenn ich nachher irgendwie mal in die weite Ferne reite, um zu sehen, was da Phase ist. Und wenn da ein paar Banditen sind. Ich muss mich ja mal trauen. Dann geht das ab. So, hier haben wir 1, 2. Okay. So viel Zeug im Inventar, Wahnsinn. Wieso eigentlich? Wo kommt denn das alles her? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das alles gebaut habe. Naja. Gut. So, dann bauen wir uns jetzt ein Fernglas. Und Munition. Ich kann noch ein bisschen arbeiten. Zweimal, das ist alles. Also Schießpulver ist schon ganz schön teuer. Ich brauche unbedingt jedes Mal Schwefel. Das sind nur 10 Dinger. Da komme ich überhaupt nicht weit mit. Huh.
18 Dinge. Gemahlener Schwefel. Kann ich noch ein paar davon bauen? Was brauche ich? Salz. Salz. Wo haben wir denn Salz? Gar nicht, aber ich habe doch hier Salz gesehen. Moment, du. Da vorne. Einer irgendwo, den man auf die Schnelle noch. So, dann machen wir fix noch davon was. Ja, das ist doch ein bisschen was. Und dann kriegen wir vielleicht doch noch ein bisschen Munition. Hab noch 4 Schießpulver. Für eine neue Ladung brauche ich noch 6. Jo, okay. Pferdchen, ich will mal was probieren. Na, das nicht. So, lass uns mal hier gucken, ob wir da so... Nein. Ja, Navigation, ne? Kannst du da hoch? Ja. Dann würdest du nämlich quasi hier stehen... Wie findest du das? Hm? So eigentlich ganz nett, oder? Dann machen wir hier so einen schönen Stall. Der ist echt ein bisschen übertrieben groß, ich weiß, aber was soll's. Aber zumindest können wir dann von der Seite hier reinkommen. Dann machen wir hier so einen Durchbruch. Ungefähr in der Größe und da passt er ja durch. Wenn ich nachher noch mehrere Pferde habe, weil ich hier eine Riesenzüchtung starten werde. Vielleicht kann man die ja auch verkaufen. So. Kann man das Ding wenigstens da oben hintragen? Nicht, ne? Oder? Oh ja. Wieso geht das jetzt? Und warum geht das andere nicht? Was war denn das mit dem Pferdchen? Muss er da ein bisschen dichter ran? Nee, nö, ne? Und da kannst du doch eigentlich... Ja. Da, bitteschön, Ferdinand. Okay, also das Ding konnte ich jetzt hier hochtragen. Aber den Rest kann ich hier nicht hochtragen. Das ist ja super. Nochmal testen. Schon. Geht nicht. Das ist zu schwer wahrscheinlich einfach. Ja, ist ja gut, das ist ja auch realistisch, aber wenn ich jetzt einen Kran hätte. Ja gut, dann ist die Entscheidung gefallen, das hier ist ein Stall. Fertig. So. Dann können wir uns ja jetzt erstmal um das Häuschen kümmern.
Frage ist jetzt allerdings... Ach, hier konnte ich ja Gammelfleisch reinmachen. Die Frage ist jetzt... Also hier hält es auf keinen Fall. Das heißt, ich brauche scheinbar noch einen anderen Ofen, wenn ich das richtig verstanden habe. Muss ich noch brutzeln? Achso, das ist schon smoked. Macht die jetzt was oder? Das zeigt hier nichts an. Hast du Durst oder warum machst du so komische Geräusche? Wahrscheinlich. Okay, das Raw Bear Meat machen wir nochmal hier rein. So, das hat jetzt keine Verfallzeit mehr, das ist super. Kann ich das ja hier reinlegen, das ist ja dann völlig unerheblich. Das nehme ich nochmal mit drüber, das ist hier auch schon fertig. Machen wir das auch hier rein. Aber warum passiert hier nichts? Oh, das sieht richtig lecker aus hier. Oh mein Gott, ich könnte direkt ein Steak essen. Arbeitet nicht, ne? Also es ist irgendwie komisch. So, Räucherofen. Ich mach nochmal das jetzt rein. Es passiert nichts. Hier passiert nichts. Da passiert nichts. Vielleicht wisst ihr, ob das so sein soll oder ob das ein Bug ist. So, ich habe was getrunken. Okay, also, der Deal steht. Wir machen hier oben den Pferdestall, da kommt nur noch ein Dächlein drauf. Und wir werden hier... alle Items nehmen und dann versuche ich den mal zu tragen. Das sollte ja funktionieren. Ich versuche mal den zu tragen und das sollte funktionieren, weil er nicht so schwer ist. Wie wir sehen, geht das tatsächlich. Dann würde ich nämlich den Bienenstock hier auch oben... auf die andere Seite packen. So. Erstmal. Sehr schön. So. Alles, was ich tragen kann. Ja, es macht aber keinen Sinn, wenn ich das jetzt... Gut, die Tiere kommen alle da oben hin. So, ich werde das jetzt hier abreißen. Wir kriegen ja hoffentlich dann noch ein bisschen was wieder. Der Fisch muss noch hier rüber. Zack. Sonst noch irgendwas Verderbliches? Clay. Honig oder Bienenwachs machen wir hier noch mit rein. Honig. Das verdirbt ja alles nicht. So, und das Fleisch sollte gleich fertig sein. Dann packen wir das auch rüber.
löschen das Ganze. Der Ofen bleibt hier drinnen. Beziehungsweise kommt dann in das neue Häuschen. Wieso macht er jetzt hier nichts? Das macht mich voll fertig. Habe ich schon wieder irgendwas falsch gemacht? Man muss doch gebrutzeltes Fleisch da reinlegen. Oder etwa nicht. So, und jetzt vergammelt das hier einfach drin, oder was? Naja, vielleicht könnt ihr mir da nochmal einen Tipp zugeben. Ich sehe hier nicht so richtig durch. Ich weiß, beim letzten Mal, als ich das verwendet habe, da ging dann auch so ein Balken hier lang. Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung, was das sein könnte. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ich freue mich auf jeden Fall über ein Abo und einen Like und einen Kommentar. Und dann reißen wir in der nächsten Folge die Hütte ab und machen sie neu. Ich weiß nur noch nicht, in welcher Form, mit welchem Hammer ich das Ganze mache. Und dann werden wir neben der Hütte dann die Werkstatt hinzaubern. Ich bin gespannt, wie es wird. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.